Beide Geräte funktionieren fernab von jeder Steckdose. Aber wann empfiehlt sich eigentlich ein Tablet und wann ein Notebook? Wir zeigen Ihnen die Stärken und Unterschiede der beiden Gerätetypen. In Form und Größe sind die Unterschiede offensichtlich. Im Detail steckt aber noch viel, viel mehr. Der Großteil der Tablets baut auf eine einzige Schnittstelle. Apple baut dabei bisher auf seinen Lightning-Anschluss, andere Hersteller auf USB. Beide Schnittstellen ermöglichen Ihnen den Anschluss verschiedener Peripheriegeräte, wie zum Beispiel Speichermedien. Oftmals sind aber auch Adapter nötig, beispielsweise beim Anschluss eines Beamers. Normalerweise immer an Bord bei Tablets ist eine kabellose Bluetooth-Schnittstelle für den Anschluss von beispielsweise Tastatur oder Kopfhörer. Demgegenüber bieten die meisten Notebooks eine deutlich größere Auswahl. In der Regel gehören mehrere USB-Schnittstellen sowie ein VGA, HDMI-Anschluss und das kabellose Bluetooth zur Grundausstattung von Notebooks. Normalerweise hinzu kommt noch eine Schnittstelle für SD-Karten und ein optisches Laufwerk, das heißt also ein CD-Laufwerk. Bei der Bedienung punkten Tablets mit großer Leichtigkeit. Intuitiv lässt sich das Touch-Display mit dem Finger navigieren. Alles geht im wahrsten Sinne schnell und leicht von der Hand. Ergänzend dazu lassen sich auch Tastaturen und sogar Mäuse an die meisten Tablets anschließen. Bei Notebooks ist die Tastatur immer dabei. Außerdem findet sich unterhalb der Tastatur ein Touchfeld für die Steuerung des Mauscursors. Gerade für die mobile Büroarbeit hat dies Vorteile, da Sie sofort loslegen können und nicht erst weitere Geräte angeschlossen werden müssen. Sowohl Tablets als auch Notebooks versprechen Mobilität. Deutlich leichter und kleiner sind natürlich Tablets. Sie passen normalerweise mühelos in jede Hand- oder Aktentasche. Natürlich sind sie auch mit den größeren und schwereren Notebooks mobil. Für den Transport empfiehlt sich allerdings eine spezielle Notebooktasche, da die Geräte selten Platz in Handtasche und Co. finden. Außerdem nehmen die Netzteile oftmals mehr Platz ein als bei Tablets. Tablets dienen vorrangig zum Surfen im Internet, Videos gucken und einfache Apps wie zum Beispiel die Wettervorhersage. Schnelles und unkompliziertes Entertainment stehen also im Fokus. Daran orientiert sich natürlich auch die Hardware von Tablets. Egal ob Apple oder Android, die Leistung ist vergleichbar mit der eines guten Smartphones. Bis zu 4 GB Arbeitsspeicher sowie flotte Prozessoren mit mehreren Kernen gehören mittlerweile zum Standard. Aufwendige Grafikanwendungen und 3D-Darstellungen sind aufgrund von eingeschränkter Grafikkarte nur bedingt möglich. Dafür können Sie mit Tablets schnell und unkompliziert Inhalte betrachten, zum Beispiel eine Präsentation. So finden Tablets auch im Berufsalltag, beispielsweise im Außendienst und im Verkauf, oft Verwendung. Auch wenn Tablets in den letzten Jahren stark aufgeholt haben, Notebooks sind in der Regel einfach leistungsstärker. Deutlich mehr Arbeitsspeicher, stärkere Prozessoren und richtige Grafikkarten machen den Unterschied. Einsteigermodelle liegen in Sachen Leistung zwar nur geringfügig über den Tablets, aber bereits die gängigen Büro-Notebooks stehen einem richtigen PC in fast nichts nach. Wenn Sie im Privaten oder im Beruf auf aufwendige Grafiken, 3D-Anwendungen oder große Datenbanken setzen, ist das Notebook die bessere Wahl. Dies spiegelt sich auch bei der Speicherkapazität wider. Bei den meisten Tablets ist hierbei 256 GB Schluss. Dies ist für Tablets auch völlig ausreichend, da so unzählige Fotos und viele Stunden Musik und Film ihren Platz finden. Mittlerweile lässt sich der Speicher bei immer mehr Tablets mittels SD-Karte auch erweitern. Demgegenüber fängt bei Notebooks normalerweise der Speicher erst bei 500 GB an. Dies ist aber auch nötig, da allein schon das Betriebssystem mehr Platz einnimmt. Außerdem brauchen Programme und Spiele mehr Platz als die schlanken Apps auf dem Tablet. Fassen wir zusammen. Wenn Sie auf größtmögliche Mobilität und vor allem auf schnelles, unkompliziertes Entertainment setzen, wäre ein Tablet die richtige Wahl. Auch zum Betrachten von Präsentationen, beispielsweise im Außendienst, reichen diese Geräte völlig aus. Mit Hilfe von optionalen Tastaturen lassen sich auch Texte mit Tablets verfassen. Demgegenüber bieten Notebooks deutlich mehr Möglichkeiten für anspruchsvolle Nutzer. Für berufliche Arbeiten und grafisch hochwertige Anwendungen sind gut ausgestattete Notebooks eine perfekte Wahl. Falls Sie gerne die Vorteile von beiden Gerätetypen nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen die sogenannten Convertibles. Hierbei handelt es sich im Grunde genommen um Notebooks, bei denen der Bildschirm abgenommen und als Tablet genutzt werden kann. Ein wirklich guter Kompromiss.